Das ist noch gar nichts, Onkel. Ich habe es durchgerechnet. In nicht mal 2 Tagen befindet sich dein Büro am Grund einer Senkgrube. Zumindest hat sich deine kostspielige Ausbildung mal als nützlich erwiesen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich das Darlehen auszahlen würde. Jetzt wünschst du dir bestimmt, vorher auf mich gehört zu haben, statt mich als vorlaute Naturschützerin abzutun. Willkommen zurück, Major. Lambda hat mir alles über die gewagte Rettung durch den Chaostrupp erzählt. Danke. Wir hatten vermutet, dass Makeb instabil geworden ist, aber wir hatten keine Ahnung, dass es so schlimm sein würde. Wir hätten niemals zulassen dürfen, dass die Hutten hier Bergbau betreiben. Ich wusste gar nicht, dass sich das Kartell schon vor der Übernahme auf eurer Welt niedergelassen hat. Wir haben bereits vor Jahrzehnten Bergbauabkommen mit ihnen geschlossen. Sie haben unserer Wirtschaft zu einem gewaltigen Aufschwung verholfen. Ich habe dich seit Jahren vor diesem Aufschwung gewarnt. Egal. Die Regulatoren, die mich festgehalten haben, waren sehr gesprächig. Meistens haben sie über schmutzige Dinge geredet oder mit ihren Blastern geprahlt. Aber ihr Anführer hat etwas Interessantes gesagt. Er hat das Projekt Notsicherung erwähnt. Ein Notfallplan der Hutten, falls ihre Bergbaubemühungen schiefgehen. Dieser Söldner glaubt, dass die Hutten einen Plan haben, um Makeb im Handumdrehen zu stabilisieren. Hat dieser Söldner sonst noch etwas über Projekt Notsicherung gesagt? Wo wir es finden oder wie es funktioniert? Das Gespräch endete, als ihr ihre Lager angegriffen habt. Nicht, dass ich undankbar wäre. Millionen könnten sterben, während wir darauf warten, dass die Hutten etwas unternehmen. Wir müssen Projekt Notsicherung in unsere Gewalt bringen, bevor es zu spät ist. Talao City, die Datenbank der Huttenbotschaft. Ilosov hat recht. Die Daten zum Projekt Notsicherung sind sicher auf den Computern der Huttenbotschaft in Talao City gespeichert. Leider befindet sie sich unter der Kontrolle des Kartells. Wir brauchen Chief Herquill, den ehemaligen Sicherheitskommandanten von Talao City. Er hat sich mit ein paar loyalen Männern in einem geheimen Lager außerhalb der Stadt versteckt. Sie können euch in die Stadt und in die Botschaft hineinbringen. Wieso versteckt er sich außerhalb der Stadt? Wurde er als Sicherheitskommandant entlassen? Das kann man wohl sagen. Die Hutten haben ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Die Hutten kontrollieren Talao City und das umliegende Gebiet. Ihr müsst mit einer Fähre außerhalb landen. Rechnet mit unzähligen Regulatoren. Chief Herquills Lager befindet sich bei diesen Koordinaten. Passt auf euch auf. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Chief Herquill, Shalima Vesta schickt uns. Er sagt, ihr kennt einen Weg in die Huttenbotschaft. Es ist mir eine Ehre, Major. Verzeiht den Geruch, aber ich habe seit der Übernahme keine funktionierende Dusche mehr gesehen. Die Huttenbotschaft ist vollständig abgeriegelt. Es gab mal so einen hochnäsigen Bürokraten, der uns reingeholfen hat. Abgeordneter Eklin. Aber man hört nichts mehr von ihm. Wahrscheinlich tot. Die gute Nachricht ist aber, dass das Kartell an der Botschaft nichts verändert hat. Es gibt immer noch dieselben Geschütze, Droiden und Passiercodes, die ich für sie eingerichtet habe. Na, faule Hutten. Wenn eure Informationen stimmen, wird das ein Spaziergang. Spaziergang ist ein bisschen viel gesagt, aber eure Überlebenschancen sind gerade auf 50-50 gestiegen. Wenn ihr in die Huttenbotschaft wollt, müsst ihr durch 3 Sicherheitsstufen. Die erste Stufe sind schwere Geschütze im Hof. Das einzig Gute, was uns diese Beben beschert haben, ist, dass sie die Energiegeneratoren der Geschütze freigelegt haben. Überladet sie, dann verlieren die Geschütze ihre Kraft. Ich bezweifle, dass die Hutten die Generatoren ungeschützt gelassen haben. Wie schwierig wird es, sie zu erreichen? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Auf den Straßen wimmelt es von Regulatoren, die den Hutten gegenüber loyal sind. Sicherheitsstufe 2 ist die Haupttür der Botschaft. 3 Meter verstärkter Durastahl. Selbst mit einem Lichtschwert würde es Stunden dauern, sich da durchzuschneiden. Aber die Tür öffnet sich mit einem Diplomatenpassiercode. Ihr könnt einen beim sicheren Terminal des Regierungsgebäudes generieren. Was waren das für Zeiten, als man noch mit Detonit und Selbstbewusstsein in jedes Gebäude kam? Die guten alten Zeiten. Ich vermisse sie auch. Jetzt bleiben noch die Sicherheitsdroiden. Erstklassige arkanianische Modelle. Die ganz üble Sorte. Schießen sofort auf Eindringlinge. Aber das Gute ist, dass man sie umprogrammieren kann. Die Droiden-Kontrollstation in meinem alten Sicherheitshauptquartier sollte dazu genügen. Nach den ersten beiden Schlupflöchern wäre mir fast lieber, die Droidenarmee auf die gute alte Tour zu erledigen. Ich bezweifle nicht, dass ihr das könntet, aber dann würden so ziemlich alle in der Botschaft auf die Evakuierungsfähren verschwinden. Und mit ihnen auch die Datenbanken.
Hakt diese Ziele ab und ich garantiere euch, ihr kommt in die Botschaft. Ob ihr dort Antworten findet, ist eine andere Frage. Wenn der Abgeordnete Ecklin noch am Leben ist, könnt ihr ihm vielleicht helfen zu entkommen? Er ist ein Haarspalter, aber eigentlich ganz in Ordnung. Ich lasse einen Kommkanal offen, wenn ich kann. Wegen dieser Geschütze braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Das sollte diese Sicherheitsdroiden erledigen. Dieser Passiercode öffnet die Haupttore der Botschaft. Bestätige neuen Identifizierungscode. Ich grüße Sie, leitende Kommandoeinheit 223. Gut zu wissen, dass Chief Herquils Codes noch funktionieren. Sehen Sie sich ruhig in der Botschaft um. Sie werden alles in bester Ordnung vorfinden. Wartet bitte. Ich bin Zivilist und unbewaffnet. Abgeordneter Ecklin vom Kommissarischen Regierungsrat von Maqueb. Ich bin der offizielle Kontaktmann für das Huttenkartell. Was immer ihr benötigt, ich sorge dafür, dass ihr es bekommt. Aber bitte, tut mir nichts. Ich sollte Shalim euren Kopf als Geschenk bringen. Ihr seid zu den Hutten übergelaufen, oder? Ich arbeite mit ihnen. Shalim versteht nicht, in welcher Situation wir uns befinden. Die Hutten kontrollieren Maqueb jetzt, ob euch das gefällt oder nicht. Uns bleibt nur Kooperation, damit wir das Beste aus unserer neuen Situation machen können. Aber Shalim macht lieber Ärger. Er versteht nicht, wie übel die Hutten uns noch zusetzen könnten. Die Hutten sind nicht hier, um über Maqueb zu herrschen. Sie sind hier, um den Planeten zu zerstören. Ihre Tiefenbohrungen haben den Kern destabilisiert. Warum sollten sie das tun? Maqueb ist eine Investition für sie. Wenn sie den Planeten zerstören, verlieren sie ihr Geld. Außerdem sind die meisten der Hutten hier auf der Oberfläche. Wenn der Planet explodiert, sterben sie auch. Das ist unlogisch. Die Hutten haben etwas, das sie Projekt Notsicherung nennen. Aber sie werden diesen Planeten an den Rand der Zerstörung bringen, bevor sie es einsetzen. Angenommen, ich würde euch glauben. Würde ich da nicht erst einen Beweis wollen, bevor ich mein Leben riskiere, um sie aufzuhalten? Wenn dieses Projekt Notsicherung existiert, muss es im Archiv der Botschaft verzeichnet sein. Ich verschaffe euch Zugang dazu. Aber die Hutten sind alarmiert. Sie haben bereits Verstärkung angefordert. Ihr müsst euch um sie kümmern. Ich treffe euch dann im Archivraum. Ihr seid ein Verschwörer der Hutten. Ich lasse euch nicht aus den Augen. Euch trachtet man nach dem Leben, nicht mir. Wenn ich sterbe, weil ich neben euch stehe, wenn das Gefecht beginnt, kommt ihr nicht in das Archiv. Und wenn Shalim recht hat, bedeutet das dann den Untergang Maqueb's. Ich denke, den wollt ihr sicher nicht auf dem Gewissen haben. Ihr kümmert euch um die Verstärkung. Ich sorge dafür, dass wir ins Huttenarchiv kommen. Viel Glück! Die Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ecklin ist durchgekommen. Fast. Ich bin gerannt, als ich den Kampf gehört habe. Lasst mich das beenden. Der Hutte, der für Maqueb verantwortlich ist, heißt Tobarro. Wenn das Projekt Notsicherung existiert, sollte es in seinen Kommunikationslogbüchern erwähnt werden. Die Hutten werden weitere Verstärkungen schicken. Wir haben nicht viel Zeit. Hier. Eine Holo-Aufzeichnung von einem gewissen Wedrick trägt die Kennzeichnung Projekt Notsicherung. Hören wir sie uns mal an. Seid gegrüßt, großer und ruhmreicher Tobarro. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass Projekt Notsicherung sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan liegt. Eure große Ark nähert sich der Fertigstellung.
Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wie diese Baupläne zeigen, wird die meisterhaft gefertigte äußere Hülle der Ark seine wertvolle Fracht vollständig vor der unangenehmen Atmosphäre von Markep schützen. Der Frachtraum fasst den gesamten Isotop-5-Bestand, während eure wenigen ausgewählten Begleiter die luxuriöse Ausstattung des Oberdecks der Ark genießen können. Toboro baut ein Raumschiff, um die Hutten zu evakuieren und dieses Isotop 5 vom Planeten zu bringen. Was immer das für ein Zeug ist, es scheint die Zerstörung von Markep wert zu sein. Wir haben nie etwas abgebaut, das Isotop 5 genannt wurde. Das muss etwas sein, das die Hutten entdeckt haben. Mächtiger Toboro, darf ich vorschlagen, die Standardkabinen der Passagiere durch Luxussuiten zu ersetzen, die einem Hutten eurer Statur eher gerecht werden? Ich kann sie problemlos hinzufügen, bevor die Ark fertiggestellt ist. Es macht mich krank, diesem Abschaum zuzuhören. Gibt es irgendetwas Nützliches im Archiv? Wartet, das hier ist wichtig. Hört sich an, als würden sie das Schiff immer noch irgendwo auf Markep bauen. Wenn wir die Ark übernehmen, könnten wir damit den ganzen Planeten evakuieren. Den Plänen zufolge haben wir Platz für die gesamte Bevölkerung, wenn wir den Frachtraum umbauen, um Passagiere aufzunehmen. Es gibt nicht viele Orte, an denen die Hutten so ein großes Projekt verstecken könnten. Wir müssen das Schiff finden. Vielleicht gibt es eine weitere Holo, in der Vetrig erwähnt, wo sich die Baustelle befindet? Auf den ersten Blick nicht. Aber wenn ich tief genug grabe, finde ich sicher etwas heraus. Ich durchforste das Archiv und schicke Shalim alles, was ich finden kann. Unter diesen Umständen ist es wohl nicht sicher, hier zu bleiben. In der Nähe befindet sich eine Fährenrampe. Wenn ihr die Wachen ausschaltet und die Fähren entriegelt, könnten wir alle sicher fortfliegen. Ihr lebt. Dann gehe ich mal davon aus, dass mein Rat funktioniert hat. Shalim hat mir gesagt, dass ich euch gleich durchstellen soll. Wir analysieren gerade die Pläne von Projekt Notsicherung, die Abgeordneter Ecklin uns geschickt hat. Sie sind abscheulich. Toboro der Hutte ist der Drahtzieher hinter dem größten Verbrechen, das die Galaxis je gesehen hat. Sie werden mit Vedriks Ark von Markep fliehen und uns alle sterben lassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir können die Ark erst übernehmen, wenn wir zu ihrer Baustelle kommen. Gibt es schon irgendwelche Hinweise? Lender hat gerade die Daten durchgesehen. Ich habe die Karte von der Baustelle der Ark mit topografischen Daten abgeglichen. Die Ark wird in einer geheimen Anlage innerhalb des Riesensperrs gebaut. Das ist eine große Touristenfalle. Ein Tafelberg, der innen hohl ist. Zu gefährlich zur Besiedlung, aber ideal, um darin den Bau eines Raumschiffs zu verbergen. Die Hutten können ein so großes Bauprojekt doch nicht in einem Wahrzeichen des Planeten beginnen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben jeglichen Zugang zum Riesensperr schon vor Monaten aus Sicherheitsgründen untersagt. Auf Toboros Drängen. Er hat uns getäuscht. Kontaktiert mich, wenn ihr beim Riesensperr seid. Ich helfe euch, den Angriff zu planen. Das wird kein einfacher Kampf. Schaut mich nicht an. Ich muss eine Stadt evakuieren. Viel Glück. Ilosov, wir sind beim Riesensperr. Was habt ihr für uns? Wir haben Suchdroiden losgeschickt, um den Bereich vor euch zu scannen. Ihre Ergebnisse sind kein Grund zur Freude. Regulator-Trupps patrouillieren dort. Einige von Vizekommandant Grevins besten Leuten. Unterstützt von den Elite-Leutnants des Hutten-Kartells. Alle ausgerüstet mit militärischer Hardware. Ihr seid der Experte, was Regulator-Taktiken betrifft. Wie kommen wir an euren alten Freunden vorbei? Die Trupps sind für Patrouillenaufgaben verteilt. Schaltet diese Teams schnell genug aus, dann müsst ihr euch wohl keinen Kopf mehr über eine koordinierte Verteidigung machen. Die Baustelle der Ark liegt hinter einer dreifach versiegelten Durastahl-Panzertür. Man benötigt drei verschiedene Schlüsselkarten, um sie zu öffnen. Nur Mitarbeiter des Hutten-Kartells besitzen welche. Ha, es scheint, als würden die Hutten den Regulatoren nicht ganz vertrauen. Ihr müsst die Elite-Leutnants des Kartells finden und ihnen ihre Schlüsselkarten wegnehmen. Danke für die Informationen und Tipps. Wir kontaktieren euch, sobald wir diese Panzertür geöffnet haben. Ich durchsuche die Akten weiter. Vielleicht finde ich noch etwas. Viel Glück. Let's go.
Ilosov, wir sind durch die Panzertür. Gut, versiegelt sie hinter euch. In der Nähe muss es eine Kontrollkonsole geben. Stört die Sicherheitscodes, dann können euch keine Verstärkungen folgen. Die Pläne für die Ark-Baustelle sind ein Wirrwarr. Keine Ahnung, was die Symbole bedeuten. Tut, was auch immer nötig ist, um die Ark zu schützen. Viel Glück. Wahnsinn! Meine Männer arbeiten rund um die Uhr und trotzdem fallen wir zurück. Arbeitet schneller! Daran liegt es nicht. Wir wissen doch beide, dass Vedrick ein krummer Hund ist. Wenn das so weitergeht, wird die Ark niemals fertig. Ihr habt eine große Klappe, Tiero. Vielleicht sollte ich sie für euch schließen. Danke für die Warnung. Wenn ihr in den nächsten 3 Sekunden nicht zurücktretet, müsst ihr eure Zähne vom Boden aufklauben. Wartet! Ihr! Ihr seid der Grund für Toboros miese Laune. Ich brauche hier Hilfe. Tod ist ja ein Vermögen wert. Ich habe etwas Großes erwartet, aber so groß. Republik, wie? Keine Ahnung, was ihr auf Marquette wollt, aber danke. Diese Kartellidioten lassen ja nicht mit sich reden. Ich versuche, Hilfe zu rufen, und dafür halten sie mir einen Blaster unter die Nase. Die Hutten lassen uns schuften, bis wir umfallen. Sie behandeln uns wie Sklaven. Nein, Tiere! Wir sind hier, um die Ark für die Einwohner von Marquette einzunehmen. Sobald sie gesichert ist, seid ihr und eure Männer frei. Wir arbeiten 18 Stunden am Tag, ohne Pausen, und dürfen nicht nach Hause. Es geschieht alles auf Vedricks Befehl hin. Meine Männer schuften sich den Rücken krumm, um seine Ark zu bauen. Und er stiehlt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Dank Vedrick liegen wir mit der Ark Wochen hinter dem Zeitplan. Meine Crew kann das Schiff nicht fertig bauen, solange dieser schleimige Devaronianer alle Teile verkauft. Vedricks Machenschaften haben schon bald ein Ende. Sobald wir ihn ausgeschaltet haben, solltet ihr bereit sein, eure Arbeit wieder aufzunehmen. Ihr wollt, dass wir die Ark fertigstellen? Das dürften wir wohl schaffen. Ich sage meinen Leuten, dass sie vorsichtig sein sollen. Weist Vedrick in seine Schranken und wir werden euch helfen, so gut wir können. Die beste Aknord-Ingenieurin in 4 Sektoren arbeitet für mich. Sie ist ein Genie beim Elektroklempnern. Ihr werdet den stilvollsten Erfrischer auf Coruscant haben, Boss. Ich kann mich nur nicht entscheiden, was ich für meine Schalldusche verwende. Velusianische Glitzersteine sehen so elegant aus, aber ich liebe rylotianische Onyx-Kacheln. Löst ganz in Ruhe eure Einrichtungsprobleme. Diese Anlage ist jetzt Eigentum der Republik. Ihr seid dieser republikanische Held, wegen dem Toboro auf der Holo-Nachricht rumgeschrien hat. Das Kartell ist besorgt genug, um das Doppelte zu zahlen, wenn die Ark vor dem Zeitplan fertig wird. Zusätzlich zu dem, was es für euren Kopf gibt. Niemand soll sagen, ich wäre angesichts meiner Niederlage nicht großzügig. Ihr könnt dieses erstaunliche Raumschiff haben. Ich gewähre euch 20% Rabatt. 30%? Ich glaube, ihr versteht den Ernst eurer Lage nicht. Ernst? Der war gut. Ich gebe zu, es ist noch etwas Arbeit nötig, aber das Schiff ist beinahe flugbereit. Außerdem gibt es jede Menge Möglichkeiten für Anpassungen. Lasst mich leben. Und dieses Baby kann im Handumdrehen die Atmosphäre verlassen. Ihr werdet kein besseres Angebot finden, glaubt mir. Glaubt nicht, dass ich euch vertraue, aber ihr könnt für unsere Leute arbeiten. Hallo, Vedrick. Es wird Zeit, dass ihr euch eure Bezahlung verdient. Ich freue mich darauf.
Könnt ihr vorher noch etwas Kolto erübrigen? Ich hatte schon seit Wochen keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Hier Vorarbeiter Tiero und die republikanischen Streitkräfte melden uns aus dem Riesenspeer. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Tiero. Wir haben die republikanischen Streitkräfte geschickt. Wie ist der Status der Ark? Wurde sie gesichert? Schlechte Neuigkeiten, Ilosov. Vetrik hat die Hutten betrogen. Die Ark ist noch lange nicht fertig. Diese idiotischen Hutten können sich nicht mal selbst retten. Einen Moment. Vorarbeiter, hier ist Shalim Avesta. Makeps Kern reißt auseinander und wir können es nicht aufhalten. Die Ark ist die einzige Chance für unsere Leute zu entkommen. Wenn ich euch jeden verfügbaren Mann schicke und für eure Sicherheit garantiere, könnt ihr dann die Ark rechtzeitig fertigstellen und unsere Welt evakuieren? Ich werde es verdammt nochmal versuchen. Die Hutten planen sicher einen Gegenangriff. Wir bereiten Maßnahmen vor, aber das besprechen wir hier. Beeilt euch! Falls die Hutten zurückschlagen, sollen wir die Arbeiter und die Ark wirklich ungeschützt zurücklassen? Ihr habt die Hauptpanzertür versiegelt. Wir kommen klar, bis Verstärkung hier ist. Vetrik hatte eine eigene Fährenrampe in der Nähe. Ihr könnt seinen Transporter benutzen, während wir uns wieder an die Arbeit machen.